Willkommen zurück bei Assassin's Creed Odyssey. Wir werden jetzt dahin diese Mission machen. Mal schauen, was uns da erwartet. ISO-Instrument habe, müssen wir schnell handeln. Du lenkst Atlas ab, während ich in seine Privatgemächer schleiche. Noch mehr schleiche. Nachdem Poseidon Menschenversuche verboten hatte, nahm Atlas eines der Instrumente an sich und behielt es. Theoretisch sollte es meiner DNA eine dritte Helix hinzufügen. Ich habe gesehen, was ISO-Instrumente anrichten können. Unschön. Es wurde gründlich erforscht und ich fand Beweise für Menschenversuche, die sehr vielversprechend waren. Allerdings in früheren Zyklen, bevor Poseidon die Experimente verbot. Atlas wird das. Sag ihm doch die Wahrheit. Sag Atlas einfach die Wahrheit. Du hast gute Absichten. Wenn er sich jetzt schon davor fürchtet, wie seine Gegner auf mich reagieren könnten, was wird er dann von dieser Behandlung halten? Außerdem darf er Poseidons Gesetze nicht brechen. Ich bin nicht sicher, ob eine gute Dikastes einen atlantidischen Archon hintergehen sollte. Ich habe mich mein ganzes Leben darauf vorbereitet. Keine Sorge. Beschäftige du einfach Atlas, solange ich in seiner Kammer bin. Ich fürchte, wir haben nicht viel gemeinsam. Worüber soll ich mit ihm reden? Über das Wetter? Atlas ist ein eifersüchtiger Liebhaber und er wird sich von deiner Rolle als Dikastes bedroht fühlen. Nutze das zu deinem Vorteil. Hauptsache, du erwähnst meine Pläne nicht. Wunderbar. Das wird unserer Beziehung gut tun. Jeder weiß, dass es an der Spitze einsam ist, Dikastes. Gehen wir. Ich habe diese Wissenschaft genau studiert. Sobald ich die ISO-DNA in meinem Körper habe, sollte ich das Instrument ohne Nebenwirkung nutzen können. Sollte. Das Wort sollte beunruhigt mich. Jo. Vergiss nicht. Egal, was du tust, verrate Atlas nichts von meinen politischen Plänen. Er redet doch noch lauter. Na gut, ich gehe wieder außen rum. Jetzt bin ich mal gespannt. Ich könnte Atlas glauben machen, wir stünden uns näher, als wir es tun. Stehen wir uns nicht nah? Wär's gelogen? Du weißt, was ich meine. Ja, Atlas eifersüchtig zu machen, wäre sicher eine gute Ablenkung. Ja, aber eine scheiß Idee. Elpis? Was machst du hier? Und ausgerechnet mit ihr? Die Dikastes und ich sind spazieren gegangen und da fiel mir ein, dass ich ein Buch über atlantidische Geschichte hier vergessen habe. Sie hätte es gern. Könnte ich es kurz holen? Ich? Natürlich. Soll ich dir beim Suchen helfen? Nein, nein. Bleibt ihr ruhig hier. Ihr habt sicher viel zu besprechen. Was für ein Spiel spielst du, Dikastes? Ich weiß nicht, wovon du sprichst. Vermutlich hat dir Elpis bereits von unserer Beziehung erzählt. Sie ist leider nicht so diskret, wie ich es mir wünschen würde. Was hast du mit ihr zu schaffen? Heraus damit! Elpis hat mir nur ihre Ideen mitgeteilt, wie wir die Beziehung zwischen ISO und Menschen verbessern könnten. Diese Frau steckt ihre Nase immer in Angelegenheiten, die sie nichts angehen. Du hast nichts zu befürchten, Atlas. Ich plane keine Intrige gegen dich. Vielleicht spielst du keine Spiele, aber Elpis lebt für sie. Ich weiß, wenn sie etwas im Schilde führt. Elpis interessiert sich für die Politik von Atlantis. Beziehe sie ein und hör dir an, was sie zu sagen hat. Dieser Ort gehört mir, nicht ihr. Oh Gott. Das klingt nicht so, als würdest du Elpis lieben. Und du klingst nicht so, als wär dir einfach nur Bekannte. Ich glaube an sie. Wer ist ja nicht gelogen? Elpis hat gute Ideen, um das Leben der Menschen in Atlantis zu verbessern. Ich unterstütze sie. Warum du nicht? Sie sollte mich unterstützen. Hä?
betrogen. Du hast Dinge, die ich dir im Vertrauen erzählte, für deine Zwecke missbraucht. Es war für Atlantis. Ich will nicht länger deine Schwäche sein. Ich kann dir helfen, Atlas. Hat wohl nicht funktioniert. Lügen! Du hast mich benutzt! Nein, nicht! Boah! Die Castes zu sein hat dir nicht gereicht, ha? Huh? Du musstest die Liebe meines Vaters haben. Elpis gegen mich aufwiegeln. Willst du auch über meinen Doma herrschen? Was ist... Nein, damit hatte das nichts zu tun. Verräterin! Du bist mir nicht länger willkommen. Wachen! Ups. Malaka, ich muss von hier verschwinden. Jo, und zwar schnell. Jetzt stirbst du! Ja, das ist wohl mal gründlich schief gegangen. Also kann ich einfach drüber laufen. So unterstützt, wie sie dachte. Was ist denn da gerade passiert? Das muss ich erstmal verdauen. Alter! Okay. Das war wohl nichts. Eieiei. Gut, das brauchen wir. Da sind wir bei. Da sind wir bei. Ja, gut. Hilft ja nichts. Wir müssen weiter uns umschauen. Wo sind wir jetzt hier? Gut, dann gehen wir jetzt einfach mal dahin, da wir jetzt hier in der Nähe sind. Ich hätte doch die Liebeskarte ausspielen sollen, ne? Hat nicht geholfen. Puh. Das ging schief. Sehr schön. Eine Adamantbarren. Es funktioniert. Ja.
Perfekt. Hier ist der Barren drin, ne? Jawohl. Zack. Der ist weg. Da steht so ein Typ. Okay. Lass mal gucken, wer das am geschicktesten machen. Shit! Perfekt. So. Das ergibt noch ein Rätsel. Oh Gott. Kuckuck. Sehr schön. Ah, falsche Taste. Ja, gut. Wo ich Leute das Rätsel finden und das ohne Icarus? Puh. Könnte schwierig werden, weil Icarus ist ja nicht verfügbar. Würde ich hier was verstecken? Na los. Hätte ich fast übersehen. Moment mal.
Das ist auch nicht. Hier. Jawohl. Das Leben könnte nicht besser sein. Ich betrachte von den besten Plätzen in ganz Atlantis, wie die majestätischen Kreaturen über die Rennstrecke galoppieren. Nirgendwo würde ich lieber sitzen als hier unter den Sternen mit meinem besten Freund. Gut, das haben wir auch. Dann können wir hier schon mal wieder verschwinden. Blub. Gut. Das war das. Hier ist sonst nichts weiter. So, da haben wir noch so eins, aber wahrscheinlich nicht drin gewesen zu sein, weil sonst sind die hier immer. Obwohl, nee, warte mal. Hier steht, wird 3 benötigt. Toll, ich weiß nicht, ob ich da schon drin, war. Hier auf jeden Fall. Aber das ist ja auch noch da. Hier habe ich doch, da hatte ich doch alles. Das ist interessant hier. Hier ist ja auch noch eins. Okay. Merkwürdig. Dann gehen wir jetzt mal da rein. Wuhu, Platsch. Mal schauen, was das ist. Sie stellen keine Fragen. Ich bleib lieber unbemerkt. Ist das dein Ernst, dass du jetzt hier nicht rüberklettern kannst? Ach, das ist doch wieder lächerlich. Schaut die ganze Zeit nach rechts und geht immer wieder links weg. Gut, wir müssen also oben drauf. Dann werden wir einfach hier hochklettern. Ja. Thank you.
Lalalala. Das war auch schon mal gut für den Anfang. Perfekt. Sehr seltsam. Hier ist nichts. Einfach weil man es kann. So. So gut. Sehr, sehr schön. Was gibt's hier denn, wenn da so viele Fotos sind? Mhm. Wir gehen jetzt mal dahin. Quasi einmal darüber.
Ja, und da gibt es sogar ein Schiff für uns. Oh shit. Nee, die schaffen wir heute nicht mehr. Und die werde ich auch nicht anfangen, weil ich hier nachher erstmal aufhöre. Den werden wir hier anlegen. Da können wir schon mal Ikarus drüber jagen. Yep. Noch speichern? Ja, gut. So, Ikarus. Da ist das Signalfeuer, okay. Ach du meine Güte. Das könnte lustig werden, okay. Puh, ja. Was? Makaira 183? Was ist das? Komme ich hier runter? Nee. Ja, gut. Das könnte interessant werden. Werden wir dann beim nächsten Mal sehen. Für heute sollte es aber erstmal gewesen sein. Ich hoffe, ihr seid beim nächsten Mal dann auch wieder mit dabei. Wenn wir diese Befestigung angehen werden. Ikarus, komm mal zurück. So. Also, wir haben 8 Fähigkeitspunkte. Das werden wir beim nächsten Mal schauen. Ich sage erstmal bis dahin und ciao.